Dirk, dich kennt ja jeder als, als Mann auf der Bühne, als Verkäufer, als Vertriebskünstler. Da gibt es doch bestimmt auch ein bisschen was zum Thema gesunde Ernährung, Sport. Ja? Weil, also für mich, von mir war immer schon von Anfang an in meiner Webseite steht, in einem gesunden Körper steckt ein gesunder Geist. Wie stehst du dazu? Du wirst nicht 2 Tage Vollgas geben können auf so einer Bühne hier mit so einem Publikum, mit voller Konzentration, mit der Spontanität, die ich auch da habe, wenn du nicht auf deinen Körper achtest. Also mein Zauberwort ist in der Tat Energie. Und aus Energie, das eine ist, dass du halt einen leistungsfähigen Körper hast. Ich kann auch nicht auftreten und dann fett sein, sondern einen Wohlstandsbauch haben. Das nimmt mir keiner ab, wenn ich dann was über Disziplin und Ziele und so weiter rede, dann sagen die, ey, guck mal in den Spiegel, Alter. Ich habe von dir auch ein Bild gesehen, da hast du ein paar Pfündchen mehr. Stimmt das? Hattest du schon mal ein paar Pfündchen mehr? Ja, aber das ist, lass es mal 2 mehr sein. Echt? Oder 3. Okay. Mehr gibt's nicht. Ich war noch nie fett. Nein, fett nicht, aber du hattest schon mal, wenn ich Bilderinnerung habe, dass du etwas kräftiger warst. Hast du irgendwas umgestellt? Nein, nichts. Also ich, so viel wie ich jetzt wiege, also ich habe vielleicht mal 2 Kilo mehr gewogen. So viel wie jetzt habe ich noch nie gewogen. Hast du dein Ernährungsverhalten umgestellt? Ja, das habe ich umgestellt. Vor 3 Jahren habe ich das umgestellt. Ja. Weil ich glaube, da ist danach die 2 Kilo runtergegangen? Nee. Also die Geschichte ist so, ich habe bis 2008 habe ich immer nur Ausdauersport gemacht. Okay. Und bei 1,83 Meter habe ich Wettkampfgewicht gehabt zwischen 65 und 67 Kilo. Was? Ja, aber ich bin auch, meine Halbmarathonzeit ist 1,16. Also Halbmarathon 1,16. Ein Ironman habe ich gemacht in 9,43. Okay. So, also das war meine Wettkampf. Zwischen 65 und was war es nochmal? Und 67. 67 Kilo. Ja, das ist also, weil jedes Kilo musst du den Berg mit hochschleppen, verbraucht Sauerstoff. Aber der Wind durfte dann nicht gehen, oder? Es gibt Bilder, da habe ich ganz dünnen Hals. Ich habe Kragengröße 38 gehabt. Jetzt trage ich, wenn er zu ist, trage ich 40. Okay. Ne? So. Und dann 2008 habe ich aufgehört mit dem richtig Leistungsausdauersport. Mhm. Und dann habe ich für mich das Fitnessstudio entdeckt. Okay. Das fand ich immer völlig dämlich, da zu stehen und 10-mal die gleiche Übung zu machen. Da habe ich gedacht, das ist so hohl. Ne? Heute genieße ich das, heute liebe ich das, weil das ist ein ganz anderes Körpergefühl. Und seitdem habe ich einfach über 10 Kilo zugenommen. Also ich habe jetzt so 78 Kilo. Wie groß bist du? 1,83. Mhm. Da wird auch noch was gehen. Mhm. Aber ich tue mich total schwer damit, Gewicht aufzubauen. Okay. Ganz schwer, weil ich dann einfach viel mehr essen müsste. Und innerlich habe ich so ein Thermostat eingestellt, dass ich einfach nicht so viel esse. Mhm. Ich kann mal, also beim Frühstück, wenn du das siehst, was ich esse, sagst du, was machst du da? Aber das ist meine wichtigste Mahlzeit, weil ich den Rest des Tages nicht mehr weiß, was kommt. Klar. Auch jetzt die 2 Tage, wenn wir hier in der Halle sind, Frühstück, so ein Berg. Ich habe dich schon beobachtet und habe schon festgestellt, du isst relativ viel zum Frühstück. Mehr wie die meisten. Ja. Also ja gut, wenn du halt hier nicht mehr dazukommst zum Essen, beziehungsweise kannst du in Hektik essen im Stress? Ich kann essen, aber das ist nicht mein Ding. Ich konzentriere mich da mehr. Und ich brauche auch dann nicht essen. Also mein Körper weiß Bescheid. Essen ist... Gibt es erst abends dann später. Ist kein, ja, und da ist dann das Schlimme, wenn ich dann um 21 Uhr aus der Halle rauskomme, sage ich, um 21 Uhr esse ich doch nichts mehr. Dann schlafe ich ja schlecht. Isst du dann auch nichts mehr? Oftmals nicht mehr. Das heißt, eine Mahlzeit am Tag? Nein, also hier ist es so, dass ich mit den VIPs mittags Essen bekomme. Okay. Aber die VIPs wollen alle was von mir. Und dann kommst du gar nicht zum Essen. Dann komme ich nicht zum Essen. Also ich esse dann so eine kleine Portion. Okay. Da müsste ich wahrscheinlich sterben mit so einer kleinen Portion. Ja, aber ich komme zu nichts dann. Und ich habe so viel Adrenalin und dass ich kein Hungergefühl habe. Und ich esse dann Backstage, esse ich dann Bananen. Okay. 2-3 Bananen über den Tag, ein Trinkjoghurt, auch manchmal 2 Trinkjoghurts. Mhm. Und ich trinke extrem viel. Ja, ich laufe immer mit so einer Wasserflasche rum und das ist
Wenn ich morgens komme, habe ich schon 1,5 Liter Wasser im Körper. Okay. Wie viel sind es insgesamt pro Tag? Was schätzt du? Also zwischen 4 und 6. Oh, ja. Wow. Aber nur Wasser. Schwerpunkt Wasser, nicht nur Wasser. Ja. Ich trinke auch zwischendurch mal eine Cola, weil ich Bock drauf habe und mich belohnen will. Aber im Schwerpunkt ganz viel Wasser. Das heißt, jede Pause muss ich als erstes Pipi machen. Erstmal Pipi machen. Und manchmal, wenn du zum Beispiel deinen Teil hast, dann verschwinde ich auch manchmal zur Toilette. Mein Team sollte ich mindestens 8 Minuten Zeit haben, dass du... Na, das kriege ich nochmal hin. Ne? So, aber mein Team ist total rappelig, weil die nicht wissen, wo ich bin. Ich mache das Mikro dann auch aus. Okay. Dann wissen die nicht, wo ist der jetzt? Ne? So. Okay. Also nochmal, auf deine Frage. Ja. Das kannst du nicht abliefern, wenn du übergewichtig bist, wenn dein Körper nicht leistungsfähig ist, wenn du nicht auf deine Ernährung achtest. Und was bei mir noch ein ganz wichtiger Faktor ist, Schlaf. Schlaf ist, du kannst mich mit allem foltern. Hunger, Durst, kalt, heiß, aber nicht mit Schlaf. Schlaf ist, brauche ich. Bei Schlaf gebe ich alles zu, unterschreibe ich alles. Soll ich dir was sagen? Das sind krasse Parallelitäten. Also bei mir ist auch ohne Schlaf, ich schlafe jede Nacht 8 Stunden. Immer. Ja. Immer 8 Stunden. Auch wenn ich 2 Tage unter 7 Stunden bin, geht schon los, dass ich nicht mehr so belastbar bin. Sofort mein Immunsystem, dann sofort. Ich bin anfällig für eine Erkältung, dann sofort. Das heißt, Schlaf ist extrem wichtig. Und normal schlafe ich. Ich lege mich abends hin, mache die Augen zu und der Wecker geht. Ich bin sofort weg und ich schlafe auch durch. Es gibt keine Aufwachphasen. Hast du bestimmte Schlafzeiten, wie viel Uhr? Das kommt darauf an, wo ich gerade bin auf diesem Planeten. Okay. Aber normalerweise bin ich um 10 im Bett. 10 Uhr, dann kann es sein, dass ich noch ein bisschen mit dem Handy spiele, was man... Ja, aber nicht machen sollte. Ich weiß, genau, weil das ist nochmal... Blaulicht und Aktivierung der Hirnströme. Ja, aber... Solange du gut einschläfst, ist es unproblematisch. Ja. 10 Uhr und dafür bin ich früher wach. Ich bin dann zwischen 5 und 6 in der Regel wach. Und das ist auch meine produktivste Zeit morgens. Gleich die ersten 2-3 Stunden. Ja, genau. So, und das ist so. Da tickt man genau gleich. 10 Uhr ins Bett, 5:45 raus. Ja. Und da natürlich bei mir erstmal frühstücken. Erst frühstücken. Kommt drauf an, ja. Also es gibt nicht dieses Morgenritual, was alle immer haben, sondern es kommt auf den Ort an, wo bin ich. Also wenn ich zu Hause bin, dann ist es so, dass ich normalerweise aufstehe, erstmal rausgehe an den Strand, dass ich erstmal ein paar Liegestütze mache, in den Pool springe, ins Meer springe. Dann kann es sein, dass ich erstmal eine Runde mit dem Surfbrett rausgehe und dann hole ich erst das Handy aus dem Flugmodus und dann gibt es Frühstück. Cool. Das ist so die Reihenfolge. Danach bin ich dann wieder am Schreibtisch. Schön, jetzt haben wir mal ein bisschen was von Dirk privat erfahren und das war jetzt auch schon wieder gleich die Verbindung zu unserem nächsten Teil. Ich hätte gerne ein bisschen nähere Infos zu deiner Triathlon-Karriere. Gerne. Ja, machen wir? Sehr gerne. Super.